Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Die Hände und die Füße wollen euch begrüßen. Die Hände und die Füße sagen Hallo. Hallo, Frau Gogo. Hallo, Frau Niederbröcke. Geht's euch allen gut? Hallo, liebe Kinder. Geht's euch auch gut? Ich sehe so viele schöne Fotos von euch. Ich freue mich darüber und es sieht so aus, als ob ihr alle ganz viel Spaß habt. Dankeschön auch für die schönen Fotos. Dann lass mal sehen, wer heute da ist. John, bist du da? Nicola, bist du da? Dylan, bist du da? Isabel, bist du da? Sif, bist du da? Leo, bist du da? Lucien, bist du da? Elizabeth, bist du da? Ryan, bist du da? Das waren jetzt die lila Kinder. Jetzt kommen die orangen Kinder dran. Wo seid ihr denn? Tegen, bist du da? Philippa, bist du da? Luai, bist du da? Kenzie, bist du da? Mia, bist du da? Aurora, bist du da? Luca, bist du da? Pia, bist du da? Katja, bist du da? Remi, bist du da? Marang, bist du da? Isan, bist du da? Talen, bist du da? Yukai, bist du da? Lian, bist du da? Eva, bist du da? Amelia, bist du da? Jethro, bist du da? Das waren alle Orangene. Jetzt kommen die Vorschulkinder dran. Benjamin, bist du da? Tyler, bist du da? Abigail, bist du da? Abigail, bist du da? Margaret, bist du da? Sarah, bist du da? Katja, bist du da? Jona, bist du da? Fiona, bist du da? Eva, bist du da? Alexander, bist du da? Latita, bist du da? Eli, bist du da? Lincoln, bist du da? Arabella, bist du da? Philip, bist du da? Grace, bist du da? Ich habe ein schönes Lied über Händewaschen gefunden. Und wenn ihr dieses Lied singt, wenn ihr euch die Hände wäscht, dann wäscht ihr die Hände lange genug. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Singt schön mit. Wasser auf, Hände lass, Wasser zu, jetzt kommt der Spaß. Seife drauf und reiben, reiben, Innenflächen, Außenseiten, alles seifen wir so ein, auch zwischen die Finger rein. Daumen rechts und Daumen links, überall Seife, ja, das brennt. Und nun haben wir's geschafft, mit Wasser wird der Schaum nun weggemacht. Hallo alle lieben Kinder, heute ist schon Donnerstag, die Zeit vergeht ja sehr schnell. Und heute wollen wir über, wer kann raten, worüber wir heute sprechen und was wir basteln wollen. Gestern war es die Raupe und aus dem Kokon schlüpfte ein Schmetterling. Ja, heute sprechen wir
über Schmetterlinge. Guckt euch mal jetzt die schönen Schmetterlinge an. Schmetterlinge haben 6 Beine mit ganz kleinen Krallen, mit denen sie sich an Stängeln, Gräsern festhalten können. Am Kopf befinden sich 2 Fühler, mit denen die Falter tasten und riechen können. Schmetterlinge haben 4 Flügel, 2 vorne und 2 kleinere hinten. Und Schmetterlinge essen Nektar, Baumsaft, Honigtau. Jetzt singen wir zusammen ein Lied von einem Schmetterling. Und ich möchte bitte, dass ihr mitsingt, damit ich nicht alleine singen soll. Wisst ihr schon, welches Lied das ist? Das ist das Lied von Schmetterling, Schmetterling, du kleines Ding. Schmetterling, du kleines Ding, such dir eine Tänzerin, juchai, rasa, juchai, jasa. Oh, wie lustig tanzt man da, lustig, lustig wie der Wind, wie ein kleines Blumenkind, lustig, lustig wie der Wind, wie ein kleines Kind. Jetzt machen wir wieder ein kleines Fingerspiel. Habt ihr eure Finger dabei? Natürlich nicht, ja. Schmetterlinge fliegen durch die Luft. Sie suchen eine Wiese mit viel Blumenduft. Ein Blümchen hier, ein Blümchen dort. Sie flattern immer weiter fort. Sie trinken süßen Blumensaft. Das gibt den bunten Flügeln Kraft. Und erst wenn sich die Sonne neigt und eine kleine Grille geigt, setzt der Schmetterling sich zur Ruhe und macht beide Flügel zu. Jetzt wollen wir einen kleinen Schmetterling basteln. Hier habe ich schon einen gebastelt, könnt ihr sehen. Und ich zeige euch jetzt, wie man einen Schmetterling malen kann. Ihr nehmt euch einen Stift, malt zuerst den Körper vom Schmetterling. Und dann hat der Schmetterling 2 Fühler. So. Und jetzt malen wir noch die Flügel. Und wie viele Flügel hat der Schmetterling? Er hat 2 größere und hinten einen kleinen. Jetzt male ich noch einen auf dieser Seite und noch einen kleinen. Und wisst ihr, die Flügel sehen alle gleich aus. Wenn dieser Flügel hier 2 kleine Punkte hat, dann muss dieser auch 2 haben. Und wenn dieser einen hat, dann muss dieser auch einen haben. Und genauso wird es mit den Farben. Wenn dieser Punkt lila ist, dann muss dieser auch lila sein. Und wenn dieser Punkt gelb ist, dann ist der auch gelb. Und ich glaube, ich male diese großen Flügel rot an. Und das könnt ihr jetzt ganz alleine weitermachen, so wie ihr wollt, mit den Farben, die ihr gerne habt. Okay, dann malt ihr noch die kleinen Flügel an und auch nochmal den Körper vom Schmetterling. Und wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr den Schmetterling ausschneiden und dann mit dem Schmetterling rumfliegen und singen: Schmetterling, du kleines Ding. Also Kinder, das wär's für heute. Ich hoffe, dass ihr auch so viel Spaß hattet wie ich.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und dann sehe ich euch wieder. Tschüss. Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen. Jetzt gehen wir nach Haus. Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen. Die Spielzeit, die ist aus. Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen. Heute war es wunderbar. Und bald sind wir, und bald sind wir alle wieder da. Und bald sind wir, und bald sind wir alle wieder da. Thank you.